Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal, willkommen zurück natürlich auch und insgesamt natürlich willkommen beim neuen Projekt Oceanhorn Monster of Uncharted Seas. Mein Name ist Jake Glockson und das ist das neue Projekt direkt nach Below bei mir auf dem Kanal. Es ist ein wenig freundlicher, ein wenig vergebener hoffentlich und weniger Regen, weniger Höhlen und so weiter. Oceanhorn, Ozeanhorn oder Meereshorn, Monster der unkartografierten Meere. Beispielsweise könnte man das Ganze übersetzen. Das ist ein Spiel herausgegeben bzw. herausgekommen bereits November 2013. Nur für iOS erstmal und erst 2015 dann für PC und Android und so weiter herüberportiert. Es ist ein Mobile-Port, man sieht es im ersten Moment nicht so, muss ich sagen. Ja, die Steuerung hat sich natürlich an das Ganze soweit angepasst. Ich will nicht viele Worte verlieren, nur ein paar. Ja, also bei Steam ist das Ganze angegeben als Abenteuer-RPG-Action-Indie-Puzzlespiel. Ja, da weißt du eigentlich alles, was du wissen musst. Was mich wirklich eher darauf angezogen hat, ist ein Zitat von, ich glaube Reddit war es gewesen, und es war auch eigentlich im Englischen gewesen. Wenn es Zelda noch ähnlicher geworden wäre, hätte Nintendo wahrscheinlich rechtliche Schritte eingeleitet. Ja, also das hat mich an das Spiel rangezogen. Und mich dazu bewogen, das Ganze hier zu erstehen und jetzt loszulegen. Und mit den Worten loslegen, legen wir hier auch fast los. Ich will mal ganz kurz die Optionen zeigen. Das Ganze auf Deutsch heißt so viel wie deutsche Untertitel und die Sprachausgabe, die ich jetzt beim Testen schon im Intro gesehen habe, ist zwar noch auf Englisch, aber wie gesagt, Untertitel müssen reichen. Ich genieße die original englische Sprachausgabe. Ja, Grafik. Man sieht die Grafik. Und das war es auch schon mit den Optionen. Mehr Optionen wie zum Beispiel Ton und Steuerung gibt es dann im Spiel. Das heißt, ich wurde hier erstmal vom Spiel mit ohrenbetäubend schmetternder Musik begrüßt. Das habe ich jetzt schon runtergedreht, indem ich einmal das Spiel kurz gestartet habe, um an die restlichen Optionen ranzukommen. Mehr habe ich dazu noch nicht gesehen, außer das Intro halt, wie gesagt. Das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen und mit jetzt meine ich jetzt. Und jetzt ist schon wieder lauter. Was soll denn das? Ich drehe mal leiser bei mir. Da regnet es doch schon wieder. Ich wollte sonnige Strände. Das war hell. I'm leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook for my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Okay. Ta 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 ta. Wake up. The time has come. Okay. Weibliche Stimme. Haben wir gleich eine Elfin an der Backe? Oder eine Fee? Okay, wir werden allmählich rangezoomt. Wo zum Geier? Waren wir nicht gerade in einem Haus, was viel zu sehr nach Zelda A Link to the Past aussah? Und jetzt hocken wir in einem Zelt. Jetzt ist bei mir auch schon wieder leise auf den Ohren. Was soll denn das? Also ich könnte wetten, jetzt darf ich erstmal Hallo Necklace. Hallo Halskette. Tschüss Halskette. Hat uns gerade die Halskette geweckt. Deswegen trage ich keinen Schmuck. Okay. Ich weiß, sobald ich hier einen Schritt nach vorne setze, geht die Musik los. Das werden wir mal testen. Das klappt ja und das ist viel zu laut.
Okay, besagtes Einstellungsmenü hier auf der linken Seite. Musik. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. So, den Rest musst du jetzt erstmal schätzen. Also die Lautstärke der Sprachausgabe bleibt mal ein wenig höher als das Ganze. Darunter siedeln sich dann die Soundeffekte an. Das werden wir alles noch ein bisschen durchtesten müssen. Ich muss jetzt hier gerade nichtsdestotrotz mal kurz, kleinen Moment bitte. Ach Gott, so. Jetzt ist die Mucke schon wieder weg, weil ich kurz mal rausgetappt bin. Aber das werden wir auch so hinkriegen. Lass mich raten, ich bewege mich einen Schritt. Und dann geht die Musik wieder weiter. Okay, es ist ein bisschen nervig, dass das Soundmenü erst in-game zu finden ist. Gut, ja, dann haben wir uns das Menü ja quasi schon mal kurz angeguckt. Ich werde jetzt trotzdem mal noch kurz, also wie gesagt, ab hier bei mir völlig blind, ja. Ich hatte es noch nicht weiter gestartet hier. Wir haben also mal von links nach rechts schon ziemlich viele Sachen einfach mal angerissen. Fische, Hauptmenü, beenden, alles klar. Kennen wir ja so, dann Landstreicher. Wir sind Stufe 1 Landstreicher. Okay, alles klar. Landstreicher haben auch Level. So, Hermitsinsel heißt so viel wie Einsiedlerinsel. Wir haben diverse Aufgaben, zum Beispiel Taschengeld. Sammel deine ersten 25 Münzen, cleveres Kerlchen, dies mindestens 10 Schilder. Alles klar, okay. Dieses Spiel hat übrigens ein paar 60 Achievements bei Steam. Da bin ich ja jetzt schon gespannt drauf, da juckt es mir direkt in den Finger. Ich bin kein Komplettionist. Und werde dieses Spiel auch nicht auf Biegen und Brechen versuchen, komplett und zu 100% quasi durchzuspielen, mal von der Story natürlich abgesehen. Ich spiele es blind, wie gesagt, und werde auch ein bisschen rumstümpern auf jeden Fall, wie das halt so ist bei einem blinden Let's Play. Ich werde nur in Ausnahmesituationen irgendwo nach Wikipedian oder sonst irgendwas. Und ansonsten, das Ganze gespielt mit Gamepad. Wir können es auch auf Maus und Tastatur sowie auch auf beides umstellen. Ich weiß nicht, wie und wozu man das Ganze so machen soll, auf beides. Also das Gamepad dann mit den Füßen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Na, ist ja egal. Ich habe es nur auf Gamepad gestellt, damit der Mauszeiger ja nicht im Weg rumhängt. So, wir haben ein Protokoll. Und jetzt habe ich das Protokoll gelöscht. Nee, keine Ahnung. Achso, Protokoll an oder aus. Okay. Warum kann ich hier... Achso, hier kann ich das Protokoll nochmal bewegen. Das ist super. Ich kann auch... hier oben auf Einstellung. Bei Einstellung oben auf dem Wort Einstellung ist ein Fixpunkt, obwohl da damit du nichts machen kannst. Das ist total super. Sollte wahrscheinlich irgendwann mal modular gestaltet werden. Whatever. So, wir haben lustigerweise, also Objekt und Zauber und so weiter. Spielzeit wird unten angezeigt, sowie fertig. Fertig zu 0%. Und auch 4 Herzteile, ganz prominent. Woher sie das wohl haben? Na gut. Ich glaube, den ein oder anderen Zelda-Vergleich werden wir hier noch ziehen müssen. Gut, dann nichtsdestotrotz, ins Spiel geschehen. Es sieht auch so sehr nach Zelda aus. Okay, wir können ein wenig, ich kann ein bisschen mit dem rechten Stick die Ansicht verändern. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, aus dem Intro das Ganze. Vater ist weg und seinem Schicksal entgegen und hat uns ein Necklace hinterlassen, was hier irgendwie durch die Gegend schwirrt, sowie auch ein Tagebuch, sein altes Tagebuch, was uns ganz toll helfen soll. Hier ist ein Schild, wo Steuerung dran steht. Was sofort das Steuerungsmenü wieder öffnet. Dankeschön, ich war schon ein bisschen schneller als du. Das tut mir total leid, wenn ich jetzt hier dem Tutorial vorweggegriffen habe. So, die Münze kommt auf magische Weise angeflogen. Auch schön. Ich muss noch mal kurz ins Zelt gucken gehen. Also mich wundert gerade, warum wir hier in einem Zelt gestartet sind, obwohl wir halt eigentlich in einer etwas größeren Bucht waren. Okay, wir haben einen Stock. Alles klar. Mit X stocken wir durch die Gegend. Achso, oben rechts steht's auch. Das ist ja wie bei Zelda. Gut, wollen wir mal sehen. Achso, ich werde das jetzt hier mal so für ein Stündchen, vielleicht auch 2 oder 3 anspielen, um überhaupt erstmal das Ganze dann rechtzeitig zum Dienstag hin bei mir auf dem Kanal zu bekommen. Und wenn was schief geht, ist es dann nicht so schlimm, nimmt mir nicht besonders viel Zeit. Was ist denn das für eine Anzeige gerade gewesen? Achso, das ist Sprinten und da kann ich mich nicht nach links und nach rechts bewegen. Das ist gut. Was? Warte mal. Hebe mit Aktionstasten einen Krug auf. Achso, unten ist die Aktionstaste. Die case-sensitive Aktionstaste, die ja so gerne mal beliebt ist. Okay, aber er hat da einfach wieder fallen gelassen, weil ich die Taste losgelassen habe. Okay. Er guckt strotzend quasi bei mir in meine Richtung. Okay, wenn ich es einfach runterlasse, lässt er die einfach fallen. Und wenn ich irgendwo hindrücke, schmeißt er den Scheiß. Das ist gut zu wissen. Sind da japanische Schriftzeichen an dem Brunnen?
Ich würde gerne ein bisschen näher ranzoomen. Geht das? Natürlich nicht. Achso, was ich noch vergessen habe. Die Musik. Ich wollte es einfach noch erwähnt haben, weil es ist dann doch ein bisschen wichtig. Die Musik wurde an sich von Kalle? Heißt der Kalle? Kalle oder Kale? Kalle oder Kale? Ich blende es auf jeden Fall ein, weil ich es total falsch aussprechen werde. Kalle Jilitalo wurde die Musik gemacht, aber zusätzlich auch noch von Kenji Ito, der bei der Mana-Reihe mitgewirkt hat, also Secret of Mana, sowie auch, beziehungsweise Mana-Reihe mit Mana Wars gab es ja auch noch, bla 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 bla, beziehungsweise auch Nobuo Uematsu, den man von Final Fantasy natürlich kennt, ne? Sind zwei sehr bekannte Namen, deswegen erwähne ich die hier. Hier liegen jetzt einfach mal Münzen rum, was jetzt überhaupt nicht Zelda-like ist. Und sind das japanische Schriftzeichen oder nicht? Das sieht mir sehr japanisch aus. Habe ich es erwähnt, dass es ein finnisches Studio ist, Comfox und Brothers, das Ganze rausgebracht hat? Hoffentlich. Wenn nicht, dann jetzt. So, die Minikarte enthüllt vielleicht Geheimnisse. Die ist unten rechts. Ja, da ist eine Kiste zu sehen. Das ist ja wie bei Zelda. Die Hermitenhütte. Ja, hallo? Aber direkt lesen kann ich nicht mehr. Na gut. Okay, Fässer kann man nicht kaputt machen, sondern nur durch die Gegend werfen. Und die bleiben auch ganz, na sowas. Da oben steht da, ich glaube, das ist der namensgebende Einsiedler hier. Das ist ein Kontrollpunkt aus der... Das ist ein Kontrollpunkt aus der arkadischen Ära. Wenn dir etwas Schlimmes zustößt, tauchst du da auf. Magischerweise wieder auf. Kontrollpunkte findest du auf der ganzen Welt. Vergiss aber nicht, sie zu aktivieren. Wenn du ihnen begegnest und keine Sorge, dein Fortschritt und alles, was du aufgesammelt hast, wird ständig gespeichert. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich wirklich aktiv was mitlesen muss. Außer meine sehr gelungene Dauntless Beta, die ich da gespielt hatte. Das war auch richtig toll. Das müsst ihr euch unbedingt nicht angucken. Na gut. Herr Hermit, hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du immer noch den gleichen Albtraum, als dein Vater noch jünger war? Ich muss unbedingt mehr auf Satzzeichen achten. Als dein Vater noch jünger war, besuchte er diese Insel oft auf seinen Reisen. Ja, aber wie bin ich hierher gekommen? Das würde mich viel mehr interessieren. Hast du noch mehr zu sagen? Vergiss dein Training nicht. Lauf noch ein paar Mal über die Insel. Mach ich. Dazu müsste ich das erste Mal erstmal über die Insel laufen. Alter, wir brauchen dringend ein Schwert. Das war ich nicht. Das war ein anderer gewesen und der ist weggelaufen. Das auch übrigens. Wir können in die Hermitenhütte rein. Lass mich raten. Erstmal schön plündern, den Kollegen. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Warum braucht man direkt einen Generalschlüssel? Würde nicht ein normaler Schlüssel viel, viel besser sein und einfach mal reichen? Aha, der Ofen sieht aus wie ein Fass. Wir können vom Hermiten den Schnaps kaputt machen. Das ist total nett. Wisst ihr, deswegen schließe ich bei mir zu Hause immer ab. Denkt dran, Kinder, immer abschließen, wenn er rausgeht. Nicht, damit, dass irgendeiner reinkommt und euren Schnaps durch die Gegend wirft. Okay. Einfach mal, ja, ein bisschen rumlatschen hier, alles mal antesten. Und das Necklace hat sich ja in eine Höhle verabschiedet, so wie wir das gesehen haben. Also ich suche die ganze Zeit hier irgendwie. Springen kann ich nicht, ne? Ich kann sprinten, aber nicht springen. Das ist wirklich sehr Zelda-like. Schöne Umgebung im Allgemeinen, aber die Mucke geht mir jetzt schon auf den Sack. So, wir können mit dem Stock auch die Büsche kaputt machen. Das ist super. Oh, erste Gegner. Stachelschleime. Die absolut nicht darauf reagieren, dass sie verkloppt werden. Und dann Rubine hinterlassen. Huch, wer kommt da an? Das war ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Okay, schön, dass man es dann locken kann. Hier haben wir eine Bosstür. Oh, die reagiert sogar. Um diese Tür zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Das ist super. Okay. Ach so, die Kristalle sind Erfahrungspunkte quasi. Okay. Kann ich rüberspringen, wenn hier Kanten sind? Nein, kann ich nicht. Okay,
Besser ist das wahrscheinlich. Gut, dann geht es ja hier wohl an der Stelle nicht weiter. Okay, bei dem Hermit ist eine furchtbar sinnlose Brücke hier. Auch schön. Wir sind wieder beim Kontrollpunkt angekommen. Das ist spitze. So, oh, und dieses sehr, sehr idyllische, sehr, sehr laid-back Ambiente finde ich richtig gut gerade. Hier ruht Teppo, der Archäologe. Okay, ein bisschen Teabagging auf dem Grab. Wir können es sogar anrempeln. Wir können es nicht kaputt machen. Wer hätte es erwartet? Okay. Behindert einen denn doch schon ein bisschen so von der Mobilität her, wenn man nicht nach oben kommt. Warte mal, ich habe es noch nicht wirklich probiert. Ob man einer Kanten quasi sich einfach hochziehen kann vielleicht. Nein, alles klar. Aber ich kann Steine hauen und die wackeln dann ganz lustig. Super. Achso, ich wollte gerade nochmal gucken, ob sich auch die Optionen zurückgesetzt haben. Nee, ist alles noch auf Ultra. Okay, sehr schön. Das ist mir nämlich irgendwie zwischendurch mal hier passiert. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten. Bis jetzt sehr geradlinig. Außer die Höhle natürlich, wo wir jetzt... Die wir jetzt gerade einfach mal ignoriert haben. Wirf Objekte. Halte, während du ein Objekt trägst, die Aktionstaste gedrückt und ziele mit der Bewegungstaste. Lass die Taste los, um zu werfen. Kenne ich schon. Dankeschön. So, halt, stopp. Die Höhle, weißt du, die wollte ich jetzt doch nochmal mir näher angucken, bevor wieder aufgeschrien wird, du hast eine Höhle übersehen. Das weiß ich selbst, wenn ich eine Höhle übersehe. Das ist dann Absicht. Eine Höhle hat normalerweise auch keine Leiter am Eingang. Oh, Höhlen. Alles klar. Hab mich geirrt. Das sind mehrere Höhlen. Diese Pfandflaschen. Nein, ich will nicht nach oben. Ich wollte randalieren. Sohn-Sohn-Klippe übrigens. Na? Vom Sohn... Der Sohn, die Klippe. Hallo, Schleim. Der lässt sich nicht stunlocken. Ich muss mal testen, ob das eins dieser Spiele ist, wo man gegen Gegner gegenlaufen kann, ohne dass sie Schaden machen, wenn sie nicht Schaden machen wollen. Also, war es das ja schon in den Höhlen? Das war es anscheinend schon in den Höhlen. Was ist mit dir? Hermits Picknickplatz. Das ist ein super ausgestatteter Einsiedler. Achso, und mehr gibt es hier nicht. Manche Schilder kannst du angucken und manche kannst du wirklich direkt lesen. Sehr nett. Auch hier, der Typ säuft einfach zu viel. Und den Stuhl kann er auch... den Stuhl braucht er eigentlich wahrscheinlich auch nicht. So, hier geht's noch runter. Da hinten irgendwie auch. Weiß nicht, ich kann die Karte nicht drehen. Ist wahrscheinlich ganz gut so. Oh, eine Truhe mit ohne Generalschlüssel. Da, 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 da. Du hast einen groben Entdecker... Was? Du hast einen groben Entdeckerkristall gefunden. Das bringt dir 25 Erfahrungspunkte ein. Ein grober. Okay. Für die ganz groben Kerle. So, und wenn ich jetzt da wieder hoch will, muss ich erstmal wieder runter. Das ist ja total toll. Das werden wir jetzt auch nochmal machen, weil ich wollte da hinten nochmal runter. Sprint! Okay, außerdem scheint es hier irgendwie auch noch, oder sieht es nur so aus, als würde es hier auch hochgehen. Ich glaube, es ist alles Deko da oben. Hab ich eine Select-Karte? Nein, habe ich nicht. Habe ich hier irgendwas drin? Achso, meine Erfahrungszeige steigt. Vaters Aufbruch, ich kann mir das Video nochmal angucken. Hab aber Angst, dass dann der Ton wieder hochgeht. Was wahrscheinlich nicht passiert, aber wir haben es ja alle gesehen. Und ihr könnt sowieso zurückspulen, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Ach ja, kein Aufbruch einer Reise. Ich wollte den verdammten Krug mir schnappen. Gib mir den Krug. Danke. Weg mit dem Krug. Oh, das bleibt doch weg, das Zeug. Der arme Eremit, das gibt's ja nicht. So, hier wollte ich nämlich nochmal runter. Okay, wir kommen hier einfach wieder drüben raus. Alles klar. Hätte ja sein können. So eine Sachen muss ich testen. Ansonsten denke ich immer, ich habe irgendwas verpasst. Irgendein Geheimgang oder sowas. So, das Intro habe ich jetzt irgendwie 3, 4, 5 Mal vorgesprochen. Und jedes Mal habe ich irgendwas vergessen. Für solche Fälle sollte ich vergessen, meinen Namen irgendwann mal zu sagen. Für solche Fälle blende ich den unter meinem Porträt ein, ja. Dafür ist das da. Damit, falls ich das vergesse, man nachlesen kann, wer hier zum Geier so rumstümpert. Gut,
Dann haben wir die Höhle, siehst du hier, guck mal. Hier müssen wir uns auf jeden Fall noch fallen lassen. Da ist mir noch so eine fette Münze. Guck mal hier. Pro-Tipp, ne? So, dann auf zum Interessanten. Wo wollten ihr hin? Ah, siehste. Weggesnipert. Erledige einen Gegner mit einem Hub. Oh, das Keramikkiller. Das war eine Errungenschaft, unten links zu sehen. Ist ja super. Das hat auch voll die Erfahrungspunkte gebracht. Das ist ja klasse. Okay, so wie es aussieht. Also hier sowohl, also die Aufgaben sind in-game. Das finde ich gut. Für jedes Abenteuer quasi wieder neu. Wenn man es dann mehrmals durchspielen möchte. Und die lösen aber auch zum ersten Mal quasi die Achievements aus. Das fand ich jetzt zum Beispiel bei Below, fand ich das kacke. Also ich bin kein Achievement-Jäger, ja. Aber wenn du dann wirklich solche Meilensteine hast, wie bei Below zum Beispiel, das erste Bit zu finden oder das erste Mal zu sterben oder das erste Mal wiederzukehren, dann werden die einmal ausgelöst und für Folgedinger, wenn man es dann nach 5 Jahren vielleicht nochmal spielt, wenn man gerade Bock drauf hat, dann bleiben die aus, ja. Dann bleiben die aus, dann hat man da gar nicht mehr diesen lustigen Moment, ja, wo man diese Errungenschaft erreicht hat. Wie findet ihr das? Wie seht ihr das? Ich hoffe, ich habe mich relativ klar ausgedrückt. Und man kann es nachvollziehen, was ich damit meine. Okay, ich weiß nicht, was das für Pflanzen sind, aber wir können sie kaputt machen. Oh, hier siehst du, hier hat er seinen fetten Vorrat an. Ich kann hier auch durchfriemeln durch die Kiste. Er remilt seinen fetten Vorrat an Buß. Was ist denn hier? Überall auf der Welt. Überall auf der Welt sind Münzen, Herzen und andere Objekte versteckt. Naja gut, die Münzen sind jetzt wirklich nicht wirklich so versteckt, wie ich das gerne hätte. Die liegen dann doch eher weiter rum. Lass mich raten. Hier brauche ich einen Generalschlüssel? Nein, hier brauche ich gar nichts. Alles klar. Kann ich die Tür kaputt werfen? Nein, nicht mal das Fass kann ich kaputt werfen. Na gut. Dann gehen wir doch einfach außen rum. Das ist eine sehr ominöse Plattform. Hier gibt es bestimmt nachher noch ein Boot. Könnte ich wetten. Hallo, Schleim. Also, warte mal, wie gesagt, mal gucken. Ja, siehst du, du kannst gegenlaufen und der macht keinen Schaden. Erst wenn er angreift. Das finde ich gut. Bei 20xDX stört mich das total. So, jetzt haben wir auch unser erstes Herz verloren. Da. Scheint wichtig zu sein. Das macht sogar Geräusche, wenn man da hingeht. Mit der Aktionstaste kannst du Objekte schieben. Gut zu wissen. Wäre ich wahrscheinlich nicht selbst drauf gekommen. Also ja, meine Vorerfahrung mit solchen Spielen. Ich habe so ziemlich alle Zelda-Teile gespielt. Und sogar ein oder zwei davon durchgespielt. Also das mit dem Windfisch habe ich durchgespielt. Oracle of Seasons Ages nicht so. Irgendwie hat mir es immer zu lange gedauert. Oder habe ich es durchgespielt? Weiß ich gar nicht. Ocarina of Time habe ich durchgespielt. A Link to the Past bin ich beim letzten Boss gescheitert. Ohne Scheiß. Da war ich aber noch jünger. Und das müsste ich einfach mal wieder anfangen. Also, wo wollen wir dich denn hinschieben? Aber bist du auf den Schalter, wa? Schön flott ist er mit dem Schieben. Finde ich gut. Boah, Truhe. Da musste ich mal ganz kurz räuspern. Okay, jetzt gibt es hier bestimmt den Generalschlüssel. Oder ein Schwert, bitte. Nein, es gibt einen einfachen Schlüssel. Sehr schön. Ist das hier etwa schon unser erster Dungeon? Oder so? Unser Tutorial-Dungeon? Das wäre natürlich total lustig. Kann ich das Fass aus dem Weg kicken? Nein. Der Stock ist zu schwach. So. Das war ein kleiner Schlüssel. Wenn ich jetzt gleich noch einen großen Schlüssel finde, ja, dann wissen wir ja, wo sie das her haben. Huch, ein Herz. Bist du ausgezeichnet. Mir gefällt die Optik. Die Steuerung ist ein bisschen, also ist so ein bisschen schwammiger als bei Wind Waker zum Beispiel. Aber mir von der Optik her gefällt es mir sehr gut. Habe ich es erwähnt, dass ein zweiter Teil in der Entwicklung ist, der, wie man es im Forum liest, aber wahrscheinlich leider bloß wieder für iOS rauskommt. So, was denn hier? Tor geht auf. Bleibt es auch offen? Ja. Das Piraten, jetzt geht's zu. Oben hat irgendwas gekichert. Und ich sehe einen Schatten. Okay, jetzt sind wir bei Dragon Quest angekommen. Obwohl es bei Zelda natürlich auch Fledermäuse gab. Kommst nochmal runter. Will dir mal gepflegt auf die Fresse hauen. Wisst ihr, geht doch. Ich finde das geil, dass die Lebensenergie haben. Also so Lebensenergie anzeigen.
Und auch das mit den Leveln, da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat mir bei Zelda ein bisschen gefehlt. Also ich mag es immer, wenn so ein RPG-Anteil dabei ist, wo man irgendwas aufleveln kann. Das fehlt bei Zelda irgendwie immer. Also außer jetzt beim letzten Teil, bei Breath of the Wild. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Den habe ich nur angespielt bis jetzt. Bis zum ersten Dorf. Muss ich eigentlich auch mal wieder dazu kommen. Ja, und warum ich hier Oceanhorn spiele, anstatt wirklich mal ein Zelda, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Bei Zelda gibt es zu viele Nerds. Muss ich wirklich sagen. Zu viele Nerds, die dann sagen, das kriegst du aber anders hin und das hast du völlig falsch erzählt und in dem anderen Zelda-Teil war das aber anders und ja, das muss nicht sein. Das brauche ich nicht. Deswegen spiele ich hier lieber so einen Fast-Zelda, so ein Zelda-like. Oh, da hinten ist das Necklace. Ausgezeichnet. Du kannst unterschiedliche Dinge aufheben. Das ist hilfreich. Das ist sehr hilfreich. Okay, und hier scheint man einen Zeitschalter zu haben. Da ist ein Stundenglas drauf. Achso, warte mal, siehst du? Das ist ein Reset-Schalter. Wenn du ihn benutzt, kehren Objekte auf magische Weise auf ihre ursprünglichen Positionen zurück. Und du kannst das Rätsel erneut angehen. Gut, da habe ich ja völlig falsch hier. Lies mindestens 10 Schilder. Oh, das war schon wieder ein Achievement. Ich bin jetzt Abenteurer. Ich bin Stufe 2 Reisender. Ich bin nicht mehr Hobo, jetzt bin ich Reisender. Alles klar. Aufstieg. Starttaste drücken. Ja, gleich. Warte mal. Ich muss mal hier Fred die Fledermaus kaputt hauen. Nenn ich das Schild, die Fledermaus. Alter. Komm mal runter. Kann ich Sachen anvisieren? Ne, anvisieren gibt's leider auch nicht. Aber der guckt auch sehr angestrengt selbst schon hin. Hau Fred kaputt hier. Die Fledermaus ist gerade voll durch die Flammen geflogen. Wie unrealistisch. Münze und Erfahrungspunkte. Wahnsinn. So, dann drücken wir doch mal Start. Du bist ein Reisender. Was ist denn? Hat er mich gerade voll als Reisender bezeichnet? Deine Gesundheit wurde aufgefüllt und du erhältst 10 Münzen. Das ist doch klasse. Das gefällt mir. Hoch, sammel deine ersten 25 Münzen, ja. Dafür ist schon wieder hier Pocket Money. Errungenschaft. Wahnsinn. Lass mal gucken, wie sieht's denn aus? Achso, wir haben noch. Achso, für die Hermiteninsel. Also die Einsiedlerinsel haben wir noch ein einziges Achievement. Und zwar besorgt dir Vaters Schwert und Schild. Okay. Sind die festgelegt pro Insel quasi? Das wäre mal interessant. Achso, halt, stopp, von hier komme ich irgendwie. So, dann gehen wir doch mal das Rätsel an. Endlich mal ein richtiges Rätsel hier. Schön. Was passiert da? Einmal nichts, okay. Und hier? Wie immer die Kamera so schön sarkastisch dahin schwenkt und dann absolut mal gar nichts passiert. Ich finde den Humor sehr nett. So, drücken wir doch mal hier. Auch nichts passiert. Ausgezeichnet. Lass mal sehen. Haben wir irgendwas? Wir bräuchten ein paar Fässer, ne? Gehe ich jetzt gerade davon aus. Warum ist denn das unten links so blau? Ist das normal? Oder ist das so ein händehaltender Tipp hier? Wenn es unten links irgendwo schimmert. Ist die Münze ja gerade verschwunden? Ist sie viel zu schnell verschwunden? Okay, es leuchtet immer noch blau unten links. Warum leuchtet es unten links blau? Ach so, unten rechts übrigens auch. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist das bei euch auch so? Wahrscheinlich. Ich gehe einfach mal davon aus. Haben wir sonst irgendwelche händehaltenden Tipps hier? Protokoll, Schild, du kannst unterschiedliche Dinge... Ach so, alles klar. Gut, nur ein Protokoll, das ist ganz gut so. Haben wir... Ich geh gerade noch mal raus. Ach nee, guck mal hier. Hier haben wir ein Fass, das können wir mitnehmen. Gott sei Dank. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Also ich weiß nicht, Backtracking werde ich vielleicht nicht komplett lassen, aber auch nicht komplett wegschneiden oder überspringen, sondern eher beschleunigen, wenn ich nicht gerade irgendwas zu quatschen habe. Aber ansonsten bin ich da dann doch eher Naturalist und lasse es so, wie es ist. Weil gerade in solchen Situationen ist dann halt bei mir zum Beispiel die Gelegenheit, einfach mal ein bisschen was wegzulabern. Passiert immer noch nichts, Kollege. Stellen wir mal das Fass hier hin. Das liegt völlig daneben. Das bringt tatsächlich was. Bin ja begeistert. So, komme ich hier durch. Sehr gut. Aha, so ein Champion. Wow, jetzt bin ich eingesperrt. Das ist ja frech. Das ist die Halskette deiner Mutter. Offenbar ist das kein gewöhnlicher Anhänger. Nee, wenn er in der Luft schwebt, also viele Gegenstände, die in der Luft schweben, sind nicht gewöhnlich. Jetzt haben wir ein Necklace. Komme ich da irgendwie hin?
Anscheinend nicht. Wenn ich irgendwie an den Rand von dem Menü gerate, dann tut das so ein bisschen hin und her wobbeln. Ist ja mal voll unnötig. Aber interessant. Oh, jetzt hier kommt Schwert und Schild, bitte. Jawohl. Da. Alles klar. Spiel erledigt. Besorgt der Vater Schild und Schwert. Jetzt gibt's wieder Kohlen dafür. Not far from tree. Not far from tree. Achso, nicht weit vom Stamm quasi. Anspielung auf, wohin der Apfel gefallen ist. Gut. Ach, ist das viel angenehmer gleich. Pass auf, jetzt kriege ich bestimmt auch Fässer kaputt. Aber erstmal müssen wir hier den Hebel kaputt. Müssen wir den Hebel dazu gewaltsam überzeugen, nach links zu schwenken. Achso, hier können wir einfach rüber. Wisst ihr? Wieder ein Rätsel gelöst. Ja, Steine, euch brauchen wir nicht mehr. Kriege ich das Fass jetzt kaputt? Ich kriege das Fass immer noch nicht kaputt. Okay, wen erinnert das noch an Helden in Strumpfhosen? Alles klar, Entschuldigung, mein Fehler. Dafür seid ihr vielleicht zu jung. So, mache ich mir Schaden? Wenn ich treffe? Warte. Fledermaus, komm mal bitte her. Freddy, die Fledermaus. Alter, die verarscht mich. Die hat bloß ein Auge. Schön in die Ecke geklatscht. Alles klar. Gut, dann kommen wir auch hier durch. Warum sollte ich denn jetzt hier resetten? Hier ist doch nichts, was permanent bleibt, außer das Fass. Das verstehe ich nicht. Was? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich mit einer Vase vielleicht. Aber dann werden die trotzdem da... Na, ist egal. Drauf geschissen. Weiter geht's. Okay, so eine Klippe wieder mal. Und hier können wir... Ich sehe nicht, ob wir hier... Also wir können Gott sei Dank nicht runterfallen, aber das war jetzt gerade meine Sorge. So, dich kann ich wegschieben. Platsch. Na, ausgezeichnet. So, wir haben eine Abkürzung geschaffen. Ob wir sie brauchen, ist eine andere Frage. Erstmal wird geplündert. 10 Münzen. Und dafür so eine fette Truhe. Wer stellt Truhen hier einfach draußen hin? Über das Menü erhältst du Zugriff auf Objekte, Statistiken und Einstellungen. Das ist unglaublich, als hätten wir noch nie das Menü gesehen. Wo ist die Statistik? Ich sehe keine Statistik. Kann ich mir... Passiert hier was? Nee, auch nicht. Achso, ist mit Statistik etwa wirklich Spielzeit und fertig gemeint? Ich hätte jetzt gerne sowas gehabt wie so und so viele Monster gehauen oder so. Naja. Man kann nicht alles haben. Hallo, Krebskollege. Das ist wirklich stärker. Schön. Achso, hier waren wir auch schon mal. Gehen das Ganze nur aus einer anderen Richtung an. Sehr gut. Gibt es hier hinten noch was? Alles abdrucken. Ich bin sehr gespannt, auch wirklich wie der Aufbau hier so weit gemacht ist. Oh, hier ist noch Boost. Das müssen wir natürlich noch kaputt hauen. Unsere Einsiedler sind trocken, dass das mal klar ist. Ja, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Bis jetzt halt wirklich so semi-2D-Zelda-mäßig. Wir haben eine relativ große Karte. Und die... Also das kann man jetzt schon wieder so ein bisschen wie mit Minish Cap vergleichen. Du hast eine Region, die ein bisschen durch die Gegend friemelt. Ach, oh Gott. Jetzt ist er sauer, weil ich mir den ganzen Alk kaputt gehauen habe. Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest die erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Du hast mir gerade schon eine Geschichte erzählt. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The age of enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led direfolk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth.
Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrive to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, Entschuldigung, das war ich. Tut mir total leid. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Dass ich selbst müde gequatscht, ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, ich soll eigentlich morgen wieder kommen, aber ich will mich trotzdem nochmal anlabern hier. Geh jetzt zu deinem Zelt, Kleiner. Aber komm mal morgen wieder her. Alles klar? Ich gehe jetzt wirklich lieber. Wenn der rausfindet, dass er sein Feierabendbier nicht bekommt, dann ist hier wahrscheinlich Achterbahn. Oh, jetzt ist es tatsächlich dunkel. Das war ich nicht. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh mein Gott. Düstere Pianomusik in der Nacht. Eiern hier viel mehr Spinnen rum. Super. Da ist auch Nacht die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen hier, ne? Level zu farmen. Aber viel ist bis jetzt nicht los. Ich wundere mich immer noch, warum das unten links und unten rechts blau schimmert. Naja. Wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. Mal gucken. So, ab ins Zelt. Warum bin ich hier? Wer bist du? Warum ist dein Boot so leise? Alter, Boba Fett. Ach Gott. Boba Fett und die Techno-Schnecken. Was ist denn hier los?